So. Gerade hier wieder um eine Krütze. Na, es ist schon wieder auf einem Hochhaus. Uff. Oh nee, mit Gastank. Ach, mit Minis? Oh nee, ich hab da so ein schlecht. Ich hab ganz schlechte Erfahrungen gemacht mit diesen kleinen Spielzeugautos. Ich hab eine ganz schlechte Erfahrung mit Gastanks. Oh Mann. Oh! Ich wüsste schon mal, wie ich nach vorne gehe. Das war schnell. Alter Schwede. Es explodiert einfach alles. Es ist wie mit dieser Wand, wo wir uns immer mit den Raketen gegenseitig abschießen mussten. Und die Gastanks da drin, wo wir einfach hochgeflogen sind. Ja, bloß, dass die nie einen Effekt hatten. Die haben einfach nur Bumm gemacht und dann... Ja, ich lade sie mir einfach nicht mal angeguckt und schon bist du tot. Bist du auch. So was sagt man doch nicht, Enrico. Ja, aber... Ach, ich kann nicht mehr, ich hab Bauchschmerz. Nur du. Ihr habt die Freundin auf dem Schoß liegen hier wieder. Ich weiß nicht, wie die schlafen kann, Alter. Ich könnte doch nicht mehr schlafen, wenn die ganze Zeit alles rumbaggelt. Also zum Kopf her. Oh. Da kam die Rakete. Gewonnen! Wie habt ihr das überlebt? Hat gar keiner auf euch geschossen. Ja, ihr seid einfach nur weggesprungen. Sven, hast du geschossen auf die? Ich hab's versucht, aber da kam gerade ein Smart vorbeigeflogen. Ich wollte wow. Schießen. Ich hab's nee, nicht gemacht, weil ich dachte, du schießt. Nee, schieß ruhig, schieß! Na, ich wollte erstmal in Deckung gehen. Ne, in Deckung ist Quatsch. Schieß drauf. Ich bin vom Dach was geflogen und dann kam die Rakete von der Seite. Ich dachte so... Nee, ich wollte gerade zielen, in dem Augenblick kommt das Smart geflogen und hab schon wieder selbst in der Führung. Ja, das kann man auch so machen. Das ist natürlich auch eine Taktik, sich einfach selber in die Luft springen. Aber ich finde das auch ein bisschen Blödsinn, das Ding, ne? Es kann halt nicht alles immer eine gute Map sein. Jetzt werde ich mich ja, noch ich mit. Ich kann gar nicht schlafen. Markus, ey, der ist immer so schnell, ne? Der schießt so schnell ab. Ja, frag meine Freunde. Boah, Alter, wie geht's? Was war das denn, Alter? Aua. Nicht mehr. Ich stell mir das grad vor, Enrico so unten, ich will die Freundin, ich will die Freundin. Ja, ich will die Freundin. Es war ja nicht mal bei mir. Ja! Endlich! Was stehen bei euch denn die Pantos noch? Was ist denn da los? Ey, ich hab Peter erwischt! Das ist ja wie im Wilden Westen, ne? Wer schneller zielt, hat gewonnen. Na, ich glaub, darum geht's da. Ich finde, der Ladebildschirm dauert länger als das Spiel. Das war eine gute Weisheit heute.
Aber tatsächlich. Nein! Alter! Was geht hier ab? Diese Runde heißt einfach nur der Ladebildschirm. Caps Video so der Ladebildschirm. Da kriegst du nicht mehr ein. Der ist ruhig. Was geht in die neuesten Statistiken? Das sind noch so eine 15-Minuten-Pause dazwischen, also eine Werbung. Ja, genau. Monetarisiert und einer Minute so Werbung. Wir haben nicht mal 5 Sekunden im Spiel, ne? Oh Gott, ey. Scheiße. Ich kann nicht mehr. Keine Karte. Die Map ist so scheiße wie mein Outfit. Oh. Ja, sowas von verfehlt. Wo kommst du hin, Markus? Alter Schwede. Man realisiert halt nicht mal mehr, was passiert, Alter. Man ist einfach nur weg. Man muss aber auch mal sagen, auch nur wir kriegen es hin, bei so einem scheiß Spiel ist 3-3 bei 4 Gewinnrunden. Das ist auch nur unser Konzern. Entschuldigung, das ist einfach ganz so dumm. Man ist aber überfordert, ne? Man darf endlich mal zielen. Wer ist das? Nach 2 Stunden Ladebildschirm gefahren? Dann weißt du nicht, wo du hinschießen sollst. Aua, guck ich nicht. Was anderes? Hat einer von euch mal gezählt, wie viele Puntos überhaupt dort oben drauf standen? Nee, ne? Kostet gar nicht zu. Zeit gar nicht. Pro welche Tank, glaube ich, 3 Stück sind 4 Tanks. Ich stell mir nur gerade das vor, wie das wohl mit einer vollen Lobby ist hier. Aber wie soll denn das funktionieren? Ja, Leute, oder? Wenn das mich in die Luft gesprengt. Ja. Du hast sogar gewonnen. Yay. Yay. Was für ein Assi-Dings, ne. Ich steck die Tür zu, ey. Und das finde ich. Gehen wir dir ab. Oh, kleine positive Bewerbung geben hier für die. Jo, was ist mit dir los? Ich hab Kreditprobleme. Alter, Kev und ich immer noch gleiche Punktzahl. Wie geht das? Ich sehe gerade, ich bin Erster. Wie habe ich das geschafft? Das fragen wir uns auch. Du hast dich hochgeschlafen. Toll. Das will jeder hören.